Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute den ersten hier aus dem neuen Gebiet, aus Serra Mortis. Und dafür wollen wir uns einmal den Erfolg anschauen, Legenden des Exils. Und diesen finden wir einmal unter Kunden und dann Shadowlands. Für dieses Achievement müssen wir insgesamt 7 Teile von einem Buch finden. Und das schimpft sich Firm im Exil. Und diese 7 Seiten wollen wir uns jetzt einmal besorgen. Dafür bin ich schon mal hier in der Zone. Und ich mache das Ganze mit einem Add-on. Und zwar schimpft sich das Handy Notes Shadowlands. Das könnt ihr euch einfach runterladen. Ist dasselbe, was man auch schon von Anfang an der Expansion hat. Und dann kann man hier auf das Truhen-Symbol klicken. Und dann gibt es hier quasi Legenden des Exils. Das ist einmal das, was wir fürs Achievement brauchen. Wir werden die jetzt alle mal zusammen abklappern. Und ja, das erste, seht ihr schon, haben wir hier auf der Karte. Ist etwa bei den Koordinaten 35, 55. Und diese Dinger müssen wir einfach anklicken. Dafür braucht ihr auch kein Fliegen oder irgendwas. Das können wir jetzt direkt schon am Anfang erledigen. Ihr seht, das erste ist hier bei dieser Weggabelung. Und dort legt es hier dann einfach dran. Ein paar Mobs außenrum. Dann sind wir am zweiten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei den Koordinaten 41, 62. Und hier müsst ihr diese kleine Rampe quasi hochlaufen. Und dann haben wir hier in dem Nest von dem Vogel, den ich gerade umgeboxt habe, dann den Teil Nummer 2. Den können wir jetzt auch anklicken. Und dann würde ich sagen, geht's auf zum nächsten. Dann kommen wir zum dritten Teil. Und zwar ist das der erste, der so ein bisschen tricky ist. Wir befinden uns jetzt hier bei der Höhle des Verbannten auf den Koordinaten 37, 46. Und hier haben wir das nächste Teil, Nummer 3. Und das ist so ein bisschen in der Blume drin. In diese Blume ist es. Und ihr seht es, vielleicht wenn wir hier von seitlich reingucken, hier unten drin. Ne? Also wenn ihr so drauf schaut, da seht ihr es nicht. Ihr müsst da wirklich so seitlich draufklicken und dann kann man es da quasi rauslooten. Hier nochmal die Map, also hier unten, Koordinaten 37, 46. Dann sind wir jetzt beim vierten Teil. Und zwar, ich befinde mich hier auf der Map auf den Koordinaten 49, 47. Und hier ist so ein Eingang zu so einer Höhle, da müssen wir aber nicht rein, sondern ich habe jetzt hier gerade so eine Pflanzenbarriere weggehauen, die kann man einfach anklicken. Und dann könnt ihr einmal hier außen rumlaufen. Und dann haben wir quasi hier das vierte Ding liegen und das können wir einfach anklicken. Ihr könnt natürlich auch einfach so rumlaufen, ne? Das bleibt sich relativ gleich. Und damit sind es jetzt dann nur noch 3, die wir brauchen. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Wir befinden uns jetzt einmal hier oben auf den Koordinaten 38, 32. Und hier, die sieht man zwar nicht auf der Map, ist eine Höhle. Und wir müssen jetzt in die Höhle rein. Also hier seht ihr, da kommen wir her. Einmal in die Höhle rein. Dann nach rechts halten. Und hier rechts in der Ecke liegt das Ding drin. Einfach anklicken. Und damit haben wir dann Nummer 5 auch. Jetzt brauchen wir noch 2 Teile. Dann kommen wir zu Teil Nummer 6. Und jetzt befinden wir uns hier relativ weit oben und zwar auf den Koordinaten 67, 25. Und hier liegt dann einfach an den Berghang hier Teil 6 nochmal dran. Und ja, ihr seht, hier sind wir hinter diesem kleinen Gebilde. Und dort hinter diesem Käfer oder was das so immer sein mag, können wir das einfach hier anklicken. Ich zeige, da haben wir es. Dann kommen wir zum siebten und letzten Platz. Und zwar sind wir immer noch hier oben und jetzt sind wir hier auf den Koordinaten 64, 34. Und dort hier mitten auf diesem Sandhügel liegt quasi unsere letzte Rolle. Die können wir jetzt hier einmal anklicken. Und damit haben wir auch schon das Achievement, Legenden des Exils. Und ja, das war's dann schon. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, damit verabschiede ich mich dafür. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.